100 Jahre Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dieses Ereignis hat die DFG dazu veranlasst, in ihrer eigenen Geschichte auf Spurensuche zu gehen. Besonders relevant die Anfänge der DFG von 1920 bis 1945. In dieser Zeit wurden etwa 50.000 Forschungsanträge von über 13.000 Personen gestellt. Eine jahrelange Recherche war notwendig, um die Masse an Informationen zusammenzutragen. Herausgekommen ist die Suchmaschine und Datenbank GEPRIS historisch. Endlich, dass nach dieser langen Zeit diese Datenbank jetzt endlich erscheint. Wir haben etwa 7.000 Akten ausgewertet, enorm viel Bücher, Literatur, biografische Nachschlagewerke, gedruckte Berichte der DFG, des Reichsforschungsrates. Also insofern ist eine enorme Zeit auch ins Land gegangen, um diese ganzen Daten zusammenzustellen. Was nach mühsamer Arbeit klingt, ist aber insbesondere für die DFG-Mitarbeitenden eine große Bereicherung. Die Arbeit an GEPRIS historisch hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auch als DFG-Mitarbeiter mit unserer Geschichte zu beschäftigen, aber eben auch etwas herzustellen, was anderen die Möglichkeit gibt, diese doch wirklich faszinierende Zeit sich genauer anzuschauen. Diese faszinierende Zeit enthält aber auch dunkle Kapitel der deutschen Geschichte. Beispielsweise gab es in Zeiten des Nationalsozialismus Denunzianten unter Kollegen, die in den DFG-Akten auftauchen. Ich habe sogar feststellen können, dass die DFG im Jahr 1933 recht proaktiv mit der sogenannten Judenfrage umging oder dem Ministerium von sich aus anzeigte, dass sie jüdische Studenten oder jüdische Stipendiaten beschäftige, was natürlich im Nationalsozialismus schreckliche Konsequenzen hatte. Ab 1933 wurden jüdische Forscher massiv von den Universitäten vertrieben. Auch an diese Geschehnisse wollen die DFG-Mitarbeitenden auf der GEPRIS historisch-Plattform erinnern. Um das Verschwinden sichtbar zu machen, haben wir diese Forscher mit Listen von Hilfsorganisationen für Vertriebene aus dieser Zeit abgeglichen und haben über 500 Vertriebene gefunden. Und das ist jetzt mit einem kleinen Hinweis gekennzeichnet. Und das kann man sich wie so einen digitalen Stolperstein vorstellen. GEPRIS historisch bietet aber noch viel mehr. Für Schwerpunktthemen wie die NS-Zeit wurden spezielle Themenseiten eingerichtet. Vor allem aber ermöglicht die Plattform eine intensive Recherche zum Fördergeschäft und zu Anträgen der damaligen Zeit. Ich selbst kann mich noch erinnern, bei der Suche zwei Projekte zu finden, in denen es um die Förderung von sogenannten Sonnenkraftmaschinen ging. Die Tragik war, dass beide Projekte abgelehnt wurden. Da überlegt man dann manchmal schon, was wäre denn gewesen, wenn die Idee dieser Sonnenkraftmaschine vielleicht früher aufgegriffen worden wäre. Das System ermöglicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch Geschichtsinteressierten, auf Spurensuche zu gehen und so auch etwas über Biografien von Forscherinnen und Forschern zu erfahren, die vielleicht nicht so bekannt sind wie die DFG-geförderten Nobelpreisträger dieser Zeit. Es ist auch interessant zu sehen, wie Wissenschaftler damals aussahen, ja? Was für Bärte sie trugen, was für Hüte sie trugen, was für Brillen sie anhatten. Man bekommt ein Gefühl für die Zeit und deswegen sind wir sehr froh, dass wir diese Porträts haben. Wir haben viel gelernt, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Und wenn das, was uns immer noch bei Laune gehalten hat, nämlich immer wieder neue Spuren zu entdecken, Sachen zu finden, die noch wichtig sind für das System, wenn diese Idee auch draußen aufgegriffen wird, dann würde uns das sehr freuen. Ob Fachkundige oder Laien, alle sind eingeladen, sich auf GEPRIS historisch auf Spurensuche zu begeben.